Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing-Video des Pokémon-Sammelkartenspiels. Und heute machen wir die Glurak EX-Box auf, die wir ja schon bereits in der Meloetta-Box zum Teil gesehen haben. Aber jetzt sehen wir sie auch in Wirklichkeit, denn diese wollen wir heute unboxen. Ja, es gibt das Ganze auch noch mit Mewtwo EX. Die werde ich mir auch noch irgendwann zulegen. Das heißt irgendwann, demnächst wahrscheinlich noch. Aber jetzt machen wir erstmal die Glurak EX-Box auf, weil die sind auch gerade nicht wirklich billig. Die kosten knapp an die 25 Euro, also zumindest bei GameStop. Und ja, diese Box machen wir heute zuerst auf, denn diese Box war bei GameStop tatsächlich nur noch die einzigste, die sie hatten. Von Mewtwo stand die noch in Hülle und Fülle da, also ich glaube, die von Glurak ist doch schon etwas Besseres, Besonderes wert. Und was erwartet uns eigentlich in dieser Box? In dieser Box sind eine große Glurak-Karte sowie eine normale Glurak-Karte und vier Booster-Packs. Zweimal zur Evolution und einmal zu Schicksalsschmiede und einmal zu Turbofieber, wie ich das gesehen habe. Würde ich sagen, machen wir diese Box dann direkt mal auf. Ich habe sie diesmal nicht schon aufgerissen, denn ich wollte das Flair einfach beibehalten und deshalb werden wir jetzt live in diesem Video aufmachen. Ist ja auch mal was Nettes, kann man ja ruhig auch mal machen. Und ja, das ist auf jeden Fall die Glurak EX-Box. So sieht sie aus, ausgepackt. Und von der Rückseite sieht sie eigentlich auch nicht anders aus. Glurak EX bringt den Feuersturm. Alles klar. Mach dich auf ein Abenteuer gefasst, wie du es noch nie mit der Pokémon Glurak EX-Karte Feuersturm erlebt hast. Alles klar. Habe ich zwar jetzt nicht ganz so vorgelesen, wie es da drauf stand, aber man kann sich auch ein bisschen was davon ausdenken. Und jetzt gucke ich gerade, wo man die Box hier wieder aufmachen kann. Aber es sieht so aus, als müsste man diese Box wieder aufreißen. Verstehe ich jetzt auch wieder nicht so ganz, weil die Beste, die Mega Latios-Box, die wir ja schon aufgemacht haben, konnte man ganz einfach öffnen und diese Box muss man jetzt wieder förmlich aufreißen. Das ist ja auch schon in den mysteriösen Pokémon Collections der Fall gewesen, aber dass man die jetzt hier nochmal aufreißen muss, naja, ich weiß ja nicht so ganz. Das muss ja nicht unbedingt sein, ne? Aber gut, okay, wir wollen jetzt nicht herumheulen. Wir wollen uns das Innenleben der Box angucken und ich sehe gerade, der Online-Code wird wahrscheinlich wieder unter Booster Packs sein, wie es ja meistens der Fall ist. Und ich versuche jetzt hier die Glurak EX-Karte rauszubekommen. Ganz vorsichtig. Und das ist mir auch schon gelungen. Oh, da bin ich jetzt gegen das Stativ gekommen, das tut mir leid. Das ist die Glurak EX-Karte, Promokarte. Mit 180 KP kann die Attacken aufheizen und Feuersturm, wie es halt auch schon im Titel steht. Und das ist auf jeden Fall die Glurak EX-Karte. Eine richtig, richtig schöne und geile Karte. Ja, und darüber hinaus haben wir halt, da ist der Online-Code. Nichts wie beiseite. Aber hättet ihr euch eh nichts drum machen müssen, denn ich löse die Online-Codes direkt ein. Also von daher passt das eigentlich. Ja, und hier haben wir jetzt auch wieder eine überdimensional große Promo-Full-Art. Naja, gut, das ist keine Full-Art. Das ist diesmal nur eine Promo-EX-Karte mit Glurak. Und darunter das kleine Glurak. Also hier nochmal zum Vergleich, wie die Größenunterschiede sind. Das ist schon enorm groß. Gut, und ja, darüber hinaus haben wir halt noch vier Generationen Booster Packs zu den einzelnen Serien, ne? Hier Turbo Fieber, Schicksalsschmiede und Evolution. Wir gehen wieder von alt nach neu, sprich zuerst Turbo Fieber, dann Schicksalsschmiede und dann zu guter Letzt Evolution. Ja, dann würde ich sagen, machen wir dieses Booster Pack dann direkt mal auf. Ich mache mir ja keine so großen Erwartungen immer an so welchen Booster Boxen, weil ja, es ist halt nur, damit man halt wieder Pokémon zeigen kann, die man halt schon öfters gesehen hat. So, wir beginnen mit einem Funifras, einem Swarones, einem Austus, einem Pekolente, ein Charmian, ein Parfi, ein Shinox, ein Flekmon. Unsere Reverse ist ein Arcani und unsere Rare ist ein Piondrake. Ja, ich sag's ja. Also irgendwie sind die Boosterboxen nicht irgendwie immer so gut. Dagegen sind ja auch manchmal Tinboxen besser. Aber wir wollen nicht groß um den heißen Brei reden. Es geht in die nächste Runde. Und wir gucken einfach mal, was uns in Schicksalsschmiede so alles erwartet, ne? So, Yugong, Charmian, Simsalas Geistesbund, Riolu, Munimora, Flormel, Picochilla, Skalück. Unsere Reverse ist ein Mauzi und unsere Rare ist ein Griffeldes als normale Rare. Okay, alles schön und gut.
Wir haben noch zwei Booster-Packs zur Evolution mit einem Mega-Glurak und einem Mega-Bisaflor. Hat das vielleicht was zu bedeuten, dass vielleicht hier drin noch eine EX oder so drin sein wird? Ich würde es auf jeden Fall schön finden, aber ich glaube nicht wirklich dran. Schauen wir einfach mal, was uns hier in den Evolution-Booster-Packs so erwarten. Meine Erwartungen sind ganz niedrig gehalten. Aber gut, okay. Schauen wir einfach mal. Oh, ich bin schon wieder gegen das... Ja, ich muss wirklich was dran ändern mit dem Stativ. Also, ups, hoppala. Das mit dem Stativ, das ist auch eine Notlösung nur. Das soll sich irgendwann auch noch ändern. Hoffe ich zumindest. Also, was heißt hoffe ich zumindest? Das wird auf jeden Fall sich ändern. Ich habe sowieso vor, ab 2017 ein bisschen mehr aufzurüsten mit allem drum und dran. Aber das... Schau, oh mein Gott, Dragoran EX. Nice. Ich wollte jetzt eigentlich noch ein bisschen drüber labern, über Equipment und so aufrüsten, aber wir ziehen einfach mal eine Dragoran EX. Wow. Die sieht geil aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich glaube, Dragoran EX ist auch ein beliebtes Pokémon aus Evolution. Boah, die sieht fett aus, diese Karte. Schaut euch das an. Diese Karte sieht einfach nur bombastisch gut aus. Haben wir immerhin noch eine EX gezogen. Und wer weiß, vielleicht bringt dieser Flo auch nochmal das große Glück. Nee, aber was ich sagen wollte zu dem Equipment, da soll auch demnächst noch ein extra Video folgen, was ich vorhabe, alles aufzurüsten und wann das auch ungefähr passieren sollte, das Aufrüsten und alles, also all Mögliches. Aber ich habe auf jeden Fall vor, einiges aufzurüsten, also darauf kann man auf jeden Fall Gift nehmen. Deshalb das schon mal vorweg. So, letztes Booster Pack, ein Pokédex haben wir drin, ein Ruckentwicklungsspray, ein Magma, ein Ratzfatz, ein Electek, ein Carpador, ein Traumato, ein Raupi. Unsere Holo oder beziehungsweise unsere Reverse ist ein Magnetilo und unsere Rare ist ein Diktrie. Okay, Leute, immerhin haben wir noch eine EX gezogen und das ist die Dragoran EX Karte. Und das war so unsere Ausbeute aus der Mega Glurak EX Box. Also alles in allem kann ich mich echt nicht beklagen. Wir haben Dragoran EX gezogen, eine wirklich wunderschöne Karte. Muss ich mal gucken, ob ich die in irgendein Deck einbauen kann, wo man sie spielen kann. Und dann schauen wir einfach mal weiter. Gut, okay, dann würde ich sagen, was ist heute von dem Unboxing-Video der Mega Glurak EX Box. Und ja, ich würde mich auf jeden Fall über eine Bewertung freuen. Und ich würde sagen, wir sehen uns einfach das nächste Mal wieder zu weiteren Videos des Pokémon-Sammelkartenspiels. Also, bis zum nächsten Mal, Leute. Und ciao.